Hallo Freunde, bevor das Video anfängt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben für mich da zur Unterstützung. Falls ihr mir noch nicht folgen solltet, abonniert mich doch bitte kurz. Ich würde mich riesig freuen. Nun viel Spaß mit dem Video. Wie lange bin ich hier schon gefangen? Keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich auch nicht. Das Einzige, was wichtig ist, ist, wie ich hier rauskomme. Aber diese törichten Menschen. Sie werden mich nicht mehr rauslassen. Sie stecken mich in diesen Raum, damit ich sterbe. Dieser Raum ist mit so einer seltsamen Flüssigkeit gefüllt, die mir schaden soll. Das tut sie auch. Das tut sie auch, ja. Meine Haut ist an einigen Stellen komplett weggeätzt. Nur wie ich diese Menschen dafür hasse. Diese Menschen, sie haben mich schon verschiedenen Tests an mir durchgeführt. Sie nennen mich SCP-682 und bezeichnen mich als einen Keter. Was soll überhaupt ein Keter sein? Inzwischen haben sie mit den Tests aufgehört, da ich mich nicht beherrschen konnte. Ich habe schon mehrere Ausbruchsversuche gewagt. Sie haben mich immer gefangen. Inzwischen habe ich schon aufgegeben zu fliehen. Ich werde nie wieder das Tageslicht erblicken. Ich werde nie wieder den Wind spüren. Ich werde nie wieder Menschenfleisch beißen können. Ich werde wohl für immer in diesem dunklen Raum bleiben müssen und verrotten. Ich vernehme ein Klingeln und das Geräusch von Schüssen. Woher kommen die Geräusche? Was hat das zu bedeuten? Plötzlich höre ich Schreie. Diese Schreie kommen von den Menschen. Wieso schreien sie? Während ich mich das frage, höre ich plötzlich, wie meine Tür geöffnet wird. Ich bin verwirrt. Wieso sollten sie meine Tür öffnen? Ich gucke in den Gang. Doch da steht keiner. Ich renne aus meiner Zelle raus und suche den Ausgang. Ich bin frei. Endlich. Frei. Ich kann mein Glück kaum fassen. Nun kann endlich die Wärme der Sonne spüren. Den Wind in mein Gesicht fühlen. Aber das Allerwichtigste ist, nun kann ich endlich wieder Menschenfleisch speisen.